Dr. Ulrich Schlüer ist promovierter Historiker und Verleger. Er war viele Jahre lang Abgeordneter zum Schweizer Parlament von 1995 bis 2007 und dann wieder von 2009 bis 2011. In dieser Zeit war er auch in der Außenpolitischen Kommission und von 1999 bis 2011 zusätzlich in der Sicherheitspolitischen Kommission aktiv. In seiner Heimat wird er nun als Altnationalrat bezeichnet. Dr. Schlüer gründete 1979 die Schweizer Zeit Verlags GmbH und er ist bis heute Chefredakteur der nationalkonservativen Zeitung Schweizer Zeit. Dr. Schlüer ist außerdem im Vorstand der patriotischen Sammelbewegung Pro Schweiz. Willkommen, Herr Dr. Schlüwe. Wir freuen uns, Danke dass Sie sein. hier bei uns im Danke. Studio sind. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Das ist so in der Verfassung auch festgeschrieben. Jetzt hat die Schweiz über die Jahre verschiedene bilaterale Abkommen mit der EU geschlossen, hat aber allerdings den EWR-Beitritt abgelehnt. Sie waren dabei eine führende Kraft. Die Verträge, die die Schweiz mit der EU abgeschlossen haben, betreffen die Freizügigkeit, Dublin-Abkommen und Schengen unter anderem. Glauben Sie, hat damit die Schweiz ein Stück seiner Souveränität aufgegeben? Ja, das hat sie leider. Dieser Personenfreizügigkeitsvertrag, der bindet uns an die Schengen-Gesetzgebung. Und das bedeutet, dass illegale Einwanderung an sich an der Außengrenze der Europäischen Union gestoppt werden müsste, was aber nicht der Fall ist. Und so erleben wir eine Masseneinwanderung in einem Ausmaß, wie das die Schweiz noch nie gekannt hat. Ich meine, wir haben im letzten Jahr 2023 einen Nettozuwachs von 100.000 erlebt. Das ist für die Schweiz mit ihren jetzt knapp 9 Millionen Einwohnern natürlich sehr viel für ein Jahr. Also das, was, wenn man das auf 10 Jahre hochrechnet, man kann man sich das ausmalen. Und ich meine, das sind Leute, die enorme Anforderungen stellen. In die Schule, die Integration in den Arbeitsmarkt, die nur selten gelingt und so weiter. Die Kriminalität, die massiv zunimmt aufgrund dieser Einwanderung, meistens unter angeblichem Asylrecht oder Familiennachzug. Von der Wirtschaft wird zwar behauptet, wir bräuchten Arbeitskräfte, das mag schon stimmen, aber diejenigen, die kommen, sind nur zu einem kleinen Teil geeignet, auf dem Arbeitsmarkt der Schweiz eingesetzt zu werden, der natürlich nicht Bedarf hat nach Leuten, die Hilfsarbeit erledigen, sondern die eben Facharbeiter bräuchte. Und da haben wir natürlich weiterhin Mangel, der nimmt sogar zu, trotz der Masseneinwanderung. Dieselbe Diskussion gibt es auch in Österreich natürlich. Apropos Neutralität, was denken Sie, dass die Schweiz vor 2 Jahren den EU-Sanktionen gegen Russland sich angeschlossen Das hat? haben wir von unserer Seite sehr scharf kritisiert. Das ist eine wesentliche Preisgabe von Neutralität. Ich meine, Sanktionen, das ist eine Kriegsersatzhandlung und Neutralität heißt, man nimmt nicht Partei. Man hält sich außerhalb, man nimmt nie Partei für eine Seite. Das befähigt unter Umständen dann, wenn ein Waffengang allmählich ausläuft, nicht, dass man mit Leuten das Gespräch anbahnen kann, dass man als neutraler Vermittler, der nicht parteiisch ist, der im betroffenen Gebiet keine eigenen Interessen hat, dass er dort als Vermittler Gespräche in Gang setzen kann und vielleicht etwas Positives bewirken kann. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr. Also Russland sagt,
offen, die Schweiz sei nicht mehr neutral, sie hätten kein Vertrauen in Bestrebungen, die die Schweiz unternehme. Jetzt, man spricht da von einer Friedenskonferenz und so weiter. Es sind einfach parteiische, an sich kriegsverlängernde Schritte, die jetzt gegangen werden. Das ist schlecht für die Schweiz, das ist meines Erachtens aber auch schlecht für die internationale Lage. Ja, dasselbe gilt für Österreich. Die Schweizer durften hier nicht mitentscheiden. Sie haben die Organisation Pro Schweiz erwähnt. Ja. Wir haben eine Volksinitiative gestartet, damit die Neutralität, die jetzt nur in der Verfassung verankert ist, wer sie ausübt, aber was sie ausmacht, was der Kerngehalt, das war bis jetzt ungeschriebenes Verfassungsrecht und das wollen wir jetzt in der Verfassung verankert haben, ist nicht, ergreift keine Partei, mischt sich nie ein in internationale Konflikte. Ich meine, das muss man offen sagen, das ist auch eine Lebensversicherung für das eigene Land, weil die Einmischung, die muss dann immer auf der richtigen Seite passieren. Nicht ein kleines Land hat nicht die Kraft, sich aus Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu behaupten. Das ist der Kleinstaat nicht fähig. Also für den Kleinstaat ist die Neutralität, die Nichtparteinahme eine Lebensversicherung und man mag diese Ansicht als altmodisch betrachten, aber ich erachte sie als sehr aktuell. Eine Regierung hat zuallererst die Pflicht, Krieg vom eigenen Land fernzuhalten, der eigenen Bevölkerung, die sie gewählt hat, die Schrecken, das Schlimme des Krieges zu ersparen. Das ist die Pflicht der Regierung. Und da ist Neutralität für einen Kleinstaat ein Rezept. Ich meine, wenn wir auf die Geschichte schauen, dann müssen wir sagen, seit dem Wiener Kongress, seit die Neutralität völkerrechtlich anerkannt ist, hat die Schweiz keinen Krieg mehr erlebt, nicht? Ja. Aber ich möchte nur kurz nochmal hier einhaken. Sie haben gesagt, offenbar ist die, was Neutralität bedeutet, in der Schweiz politisch interpretierbar. Ja, das ist sie natürlich schon. Ja. Ja. Also sie ist bis jetzt nicht definiert in der Verfassung. Sie ist nur drin, der Bundesrat übt sie aus und das Parlament kontrolliert sie, dass sie der Bundesrat richtig ausübt. Also das ist immer in der Debatte. Und in der Verfassungsnorm, die wir jetzt zur Volksabstimmung bringen wollen, wird dann festgeschrieben, sie kann nicht Partei ergreifen und sie hält sich aus Zwisten hinaus. Der nächste Hammer ist eigentlich, dass jetzt auch Bern die Überweisung eingefrorener russischer Staatsgelder an die Ukraine erwägt, oder zumindest wird das diskutiert, für den dortigen Wiederaufbau. Also gibt es hier Druck aus den USA oder ist das eine eigenständige Entscheidung der Schweiz? Ja, aus den USA gibt es schon Druck. Ja. Da gibt es immer wieder mal so etwas wie Druck. Aber ich meine, Bern weiß, also die Regierung weiß, das wäre illegal. Das wäre auch ein Bruch von schweizerischem Gesetz. Es sind die Medien, die da eigentlich zäuseln und Parlamentarier montieren und sagen, ihr müsst doch Stellung beziehen und so weiter. Aber das ist ernsthaft nicht in Diskussion jetzt in der Schweiz, weil das wäre nun tatsächlich ein Gesetzesbruch, auch ein Bruch schweizerischer Gesetze. Und also das kann der Bundesrat nicht so ohne weiteres. Das heißt, die tun. Medien machen Druck hier. Die Medien machen die Druck. Kommen, ich würde nicht mal sagen, die machen Druck. Das ist Zündeln, nicht? Sie wollen Knüller schaffen, die sie dann ausschlachten können. Also die Medien spielen der Neutralität gegenüber natürlich eine sehr diskutable Rolle. Ja. Ist in gewisser Weise natürlich verständlich, nicht? Neutralität heißt für eine Regierung stille sitzen, sich nicht produzieren wollen, zurückhaltend sein, stille sitzen, warten, bis man angefragt wird, wenn beispielsweise eine Vermittlungsaktion gestartet werden kann. Aber das ist für einen Politiker äußerst unattraktiv. Der will doch an die Medien, will groß herauskommen. Und die Medien, die wollen dazu veranlassen, dass sie da Stellungnahmen abgeben, die dann heiße Diskussionen auslösen. Man darf nicht vergessen, die Neutralität ist in der Schweizer Bevölkerung
sehr, sehr tief verankert. Also bei jeder Umfrage, nicht so, letzthin hat das mal geheißen, es bröckelt. Es hat geändert etwa von 92% auf 90% Zustimmung. Also man kann mit diesem Bröckeln mit einer gewissen Gelassenheit entgegensehen. Aber dass Bundesbern, dass die Regierung natürlich auf die internationale Bühne drängt, dort glänzen will, dort auftreten will, das ist unverkennbar. Aber das will die Bevölkerung nicht. Ja, das kann ich auch für Österreich sagen. Und auch hier wird ja, Sie kennen die Diskussion, die hier stattfindet. Die Schweiz galt früher als sehr diskreter und sicherer Finanzstandort. Auf Druck der internationalen Organisationen, wahrscheinlich auch der USA, hat die Schweiz zum Beispiel das Bankgeheimnis massiv gelockert. War das richtig? Das ist richtig. Das war nicht richtig, aber das war nicht zu vermeiden. Ich muss sagen, ich war in dieser Zeit selbst in der Finanzkommission des Parlaments. Ich habe diese Geschichte sehr aus der Nähe miterlebt. Nicht? Wir müssen einfach wissen, in der digitalisierten Welt ist Vermögensbesitz nicht wirklich zu verbergen. Also die Server der großen Banken, die sind in den USA. Und die USA hat der Schweiz vorgelegt, dass in einer bestimmten Bank so und so viele Konten lägen, die Steuerhinterziehung begehen zu Lasten der USA. Die Zahl hat gestimmt. Also das müssen die irgendwie durch Spionage herausgefunden haben, das kann man. Und wenn dann die Drohung kommt, die Banken dieses Landes werden vom Dollar ausgeklammert, dann haben sie keine Chance, das müssen sie sehen. Ich fand es damals richtig, dass man diesen Schritt gemacht hat, gilt aber nur fürs Ausland. Im Inland ist das Bankgeheimnis nach wie vor gültig. Dass man aber deutlich sagt, es ist unter unzulässigem Druck, dem man nichts entgegensetzen konnte, das kann man nicht als Kleinstadt, ist das Tatsache geworden. Wir bedauern dies, wir müssen uns aber diesem Druck beugen. Also man soll hier klar sagen, wer die Ursache geleistet hat für diese Aufhebung, wobei zu sagen ist, dass der es gemacht hat, nämlich die USA, diese Geschäfte, die er da übernommen hat, jetzt selbst macht und also wesentlich skrupelloser, als das in der Schweiz je möglich gewesen ist. Ich meine, es ist immer eine Frage, ja, ist persönliches Vermögen wirklich nur Privatsache oder nicht? In der Schweiz hat man persönliches Vermögen als solches geschützt. Und jetzt gegenüber ausländischen Guthaben kann man es nicht mehr, aufgrund dessen, was wir da erlebt haben. Aber man muss das wenigstens so sagen. Das ist das Prinzip der verflochtenen Welt, Globalisierung. Aber das bringt uns schon zur nächsten Frage. Im Vorjahr gab es ein Bankendesaster, die Credit Suisse ist mehr oder weniger bankrott gegangen, wurde dann von der UBS übernommen in einem Notfallplan. Die Transaktion hat die Regierung eingefehlt oder erzwungen. Ich weiß nicht genau, was da hinter den Kulissen passiert ist. Die Krise hat bei Credit Suisse ja schon länger gebrodelt. Ich habe heute gelesen, dass die UBS auch nicht so gut dasteht. Das war gerade heute eine Meldung in der Presse. Und man darüber nachdenken sollte, bei den Eigenkapitalvorschriften hier ein bisschen schärfer vorzugehen. Was passiert denn da jetzt? Also der Zusammenbruch der Credit Suisse ist zurückzuführen auf Unfähigkeit und vor allem maßlose Eigenbewirtschaftung an der Spitze der Credit Suisse. Also ich meine, diese Leute haben da Bonussysteme erfunden und sich selbst ausbezahlt, die also nun wirklich die Grenzen des Akzeptierbaren überschritten haben und die Bank ausgehöhlt haben. Sie ist ausgehöhlt gewesen. Also die UBS hat sie dann übernommen. Man muss der UBS zugute halten, dass sie die Gefahr rechtzeitig erkannt hat und sich vorbereitet hat zu übernehmen. Weil hätte man diese Bank pleite gehen lassen, dann wären wahrscheinlich Folgeschäden rund um den Erdball eingetreten. Und das wollte man verhindern.
gerade in der jetzigen Zeit, wo noch vieles andere sehr, sehr unsicher und unwägbar ist, hat man in der Schweiz gesagt, wir lösen das in der Schweiz. Die Regierung hat eine gewisse Brückenfunktion übernommen, aber die UBS hat meines Erachtens wohl vorbereitet eine gute Tat getan, dass sie diese andere Bank, die selbstverschuldet in den Ruin getrieben worden ist, übernommen hat. Ich meine, jetzt ist die UBS natürlich ungeheuer groß. Ja. Das muss man sagen. Also die Bilanzsumme der UBS ist doppelt so hoch als die Bilanzsumme der Eidgenossenschaft. Das ist sicher nicht ungefährlich. Ich glaube aber nicht, also diese Exzesse, die die Credit Suisse gezeichnet haben, die finden nicht statt in der UBS. Die ist sorgfältiger, die ist sich bewusster der Bedeutung, die sie hat für das Finanzwesen auf der ganzen Welt. Es ist natürlich problematisch, eine derart große Bank in einem so kleinen Land, ja. Wobei natürlich zu sagen ist, die UBS kann man nicht einfach als Schweizer Bank bezeichnen. Sie hat ihren Sitz in der Schweiz und sie will ihren Sitz in der Schweiz behalten, aber sie ist natürlich eine internationale Bank, auch was die Gremien, den Verwaltungsrat und so weiter betrifft, das ist international ausgerichtet ist. Die Frage ist, arbeitet sie wirklich sorgfältig? Diesen Eindruck habe ich im Moment. Oder ist sie auch auf diese extremen Risikogeschäfte ausgerichtet, wie die CS war? Die unter Umständen maximal Gewinne bringen können, aber eben auch maximal Verluste. Und da ist sie sorgfältiger und hat auch erklärt mit der Übernahme, sie werde den Investmentsektor, von dem die Gefahren gekommen sind, nicht, werden sie zurückbauen, dass der weniger Gewicht hat in der gesamten Gesellschaft als das bei der CS der Fall war. Ich glaube, sicherlich war es nicht alternativlos die Übernahme, aber ich glaube, es war eine gute, also unter den schlechten Umständen eine gute Tat, die geschehen ist. Und ich halte also die Verantwortlichen der UBS für fähig zu sehen, wo sie stehen und die Gefahren richtig einzuschätzen, mit denen sie konfrontiert sind. Spielen die Saudis noch eine Rolle in der UBS? Ja, die spielen eine Rolle. Die waren ja der größte Aktionär in der Credit Suisse. Ja, waren aber sehr, das wird immer gesagt, die waren sehr zurückhaltend. Mhm. Weil da gibt es andere Berichte, die sagen, die Saudis haben praktisch waren der Auslöser für den Todesstoß der Credit Suisse wegen irgendwelcher Aussagen dieses Bankdirektors. Ja gut, also man kann sagen, dass die Credit Suisse auf ihrer Geldsuche auf die Saudis dann angewiesen wurde. Das war eigentlich das Alarmzeichen und nicht, dass die Saudis eingestiegen sind. Ja. Die USA sind ja vor Deutschland größter Handelspartner der Schweiz. Was auch interessant ist, ist, dass die Schweiz in den USA weltweit der siebtstärkste ausländische Investor ist. Also erstens einmal, sie sind jetzt der größte Außenhandelspartner. Das ist noch nicht lange so. Früher war immer Deutschland der größte. Aber die Schweiz ist natürlich von der krisenhaften Entwicklung in Deutschland also nicht unwesentlich betroffen. Also beispielsweise die Zulieferer zur Automobilindustrie, da gibt es in der Schweiz ja mehrere und zwar sehr gewichtige Zulieferer. Die haben also sehr, sehr markante Einbußen im Deutschland-Geschäft. Und das hat dazu geführt, nicht, dass schon äußerlich die USA Deutschland überholt haben, aber eigentlich muss man sagen, Deutschland ist massiv zurückgefallen im Außenhandel. Der Außenhandel in die USA war schon immer groß. Also ich meine, die Pharmaindustrie, die eine sehr bedeutende Rolle spielte in der Schweiz, war schon immer auch sehr stark in den USA präsent. Was aber interessant ist, es gibt eine wirklich bedeutende Anzahl so mittelgroßer, zum Teil auch großer KMU-Betriebe, also wo noch der Unternehmer für die eigene Firma einsteht. Da hat es sehr viele, die in den USA Tochterfirmen haben, Montagefirmen für den Export, also für die
Die Schweizer Industrie ist ja eine Industrie, die Spezialitäten herstellt. Mit Massenprodukten hat sie keine Chancen auf der Welt. Aber sie kann Spezielles bieten, das anderswo eben nicht geboten werden kann. Also ich habe letztens mal einen KMU-Betrieb mit etwa, also weniger als 100 Angestellten, der weltweit führend ist in Rundschliff. Das ist etwas Hochkompliziertes, habe ich mir dann sagen lassen, aber sämtliche Autofirmen beispielsweise auf der ganzen Welt, die ganz bestimmte Produkte ganz genau geschliffen haben müssen, bestellen es bei dieser Firma in der Schweiz. Da gibt es wirklich vieles, was die Schweiz da exportieren kann und was natürlich mit Investitionen verbunden ist. Und tatsächlich sind die USA natürlich sehr wichtig für die Schweiz. Ja, Sie sagen, Deutschland ist zurückgefallen. Was ist da passiert? Wollen die die deutschen Produkte nicht? Oder? Ja, nein, sie bestellen weniger. Also meine der Einbruch in der deutschen Automobilindustrie, der ist dramatisch. Das muss man also sehen. Und der betrifft die Schweiz massiv. Ich würde jetzt sagen, die Firmen, die davon betroffen sind, die haben das relativ rasch richtig eingeschätzt und haben eben versucht, das USA-Geschäft oder auch das Fernost-Geschäft zu steigern. Ich meine, um jetzt noch die EU ins Spiel zu bringen, der Anteil des Handelsaustausches mit der Europäischen Union, der geht von der Schweiz aus seit Jahren zurück. Natürlich ist sie noch immer am größten, ist noch etwas größer als die USA. Aber es geht laufend zurück und enorme Wachstumsraten verzeichnet der Außenhandel nach Fernost in die USA und neuerdings auch nach Südamerika. Also Europa am absteigenden Ast. Ja, ganz eindeutig. Ja. Kommen wir zur Politik. Sie sind seit vielen Jahrzehnten Mitglied der Schweizerischen Volkspartei, der SVP, einer nationalkonservativen Partei. Sie ist seit vielen Jahren stärkste Kraft in der Schweiz. Wie hat sich die Partei in den letzten 30 Jahren denn verändert, vor allem verglichen mit der Zeit, als der charismatische Parteiführer Blocher aktiv war? Das Wesentliche ist, sie hat sich eben kaum verändert. Sie hat, ich meine, zu Beginn der 90er Jahre, da hatten wir diese Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum, den EWR, von der Regierung als Trainingslager für den EU-Beitritt bezeichnet. Das Beitrittsgesuch, also für den Vollbeitritt zur Europäischen Union, wurde eingereicht in Brüssel, bevor die Abstimmung über den EWR stattfand. Also die SVP hat von Anfang an dezidiert mit wirklich unter Mobilisierung aller Kräfte, die eine Partei mobilisieren kann, diese Beitrittsgelüste bekämpft. Und daraus ist ein 35-jähriger Kampf geworden. Ich meine, jetzt versucht die Regierung wieder mit einem Vertrag, sich näher in die EU einbinden zu lassen. Es geht immer weiter. Das Entscheidende der SVP, was der SVP den Rückhalt in der Bevölkerung gegeben hat, sie ist eingetreten für die Eigenständigkeit, für die Souveränität der Schweiz. Wir haben nichts gegen technische Vereinbarungen. Das ist logisch, dass man das mit Nachbarn abschließt. Aber nicht etwas, was die Souveränität beeinträchtigt. Und darum ging es im EWR, darum ging es im sogenannten Rahmenvertrag, den der Bundesrat dann sich gar nicht mehr getraut hat, zur Abstimmung vorzulegen. Und jetzt kommt er mit dieser sogenannten Paketlösung, die Schweiz den Befehlen Brüssels unterstellt. Es steht dort drin, in der Schweiz kann nur umgesetzt werden, Beschlüsse nur umgesetzt werden, die mit dem EU-Recht kompatibel sind. Also selbst Volksabstimmungen würden nicht umgesetzt, wenn sie das nicht sind. Wenn es Streitigkeiten gibt, hat der EU-Gerichtshof das letzte Wort. Ich meine, im Bundesbrief, das ist fest verankert in der Schweiz. Wir wollen keine fremden Richter haben. Es waren damals natürlich auch Politiker gemeint, aber Fremdherrschaft lehnen wir ab. Und dann natürlich die Tributpflicht, die sie einführen wollen. Ich meine, das schlägt alles, nicht? Also erstens einmal, bis jetzt haben wir von Zeit zu Zeit eigenständig beschlossen, vor allem für den Ostaufbau,
haben wir da die sogenannte Kohäsionsmilliarde beschlossen. Das war ein Beschluss der Schweiz. Und jetzt müssen es Jahresbeiträge sein. Die EU sagt, sie allein, also die EU-Kommission, bestimmt die Höhe dieses Betrags. Die Schweiz hat dazu nichts zu sagen. Und sie wird uns, das finde ich den absoluten Gipfel, sie wird uns die Höhe des Betrags, den die Schweiz zu bezahlen hat, erst mitteilen, wenn wir den Vertrag unterschrieben haben. Also soll sich mal jeder Mieter vorstellen, ob er den Mietvertrag unterschreiben würde, wenn der Vermieter sagt, ich sage dir aber erst, wenn du ihn unterschrieben hast, wie viel das deine Wohnung kostet. Ich meine, das sind Methoden, wo man ja auch zweifelt an diesem Europa, dass es solche, also an dieser europäischen Union, dass sie zu solchen Methoden Zuflucht nimmt. Aber welcher Politiker in der Schweiz, der ja den Interessen der Schweizer und Schweizerinnen verpflichtet ist, kann für so ein Paket überhaupt Werbung machen? Also, meine, das ist auch ein Teil der Auseinandersetzung in der Schweiz. Seit Beginn der 90er Jahre will insbesondere die Bundesverwaltung, also man kann sagen, die Bundesbürokratie in der Schweiz will zur Bürokratie in der EU. Da laufen auch immer Verbindungen, immer Gespräche, die, ich meine, diese reden davon, ja, es sind jetzt andere Zeiten, man kann nicht mehr mit Souveränität operieren wie früher, man kann nicht mehr mit Neutralität operieren wie früher. Das sind hohle Sprüche. Das sind die Wesenszüge der Eigenständigkeit der Schweiz, und die SVP verteidigt diese nach wie vor eigentlich als einzige Partei, und das gibt ihr den Rückhalt, der im Moment ja wieder bedeutend am Wachsen ist. Also das Diktat der Globalisten wird hier abgelehnt, weil darum geht es ja. Sehen Sie, den Globalismus, also ich meine, was heißt Globalismus? Dass unsere Wirtschaft international, ich meine, überall tätig ist, da haben wir doch nichts dagegen. Ja. Die Schweiz hat ja, glaube ich, am meisten von allen Ländern auf der Welt Freihandelsverträge. Eben jetzt wurde wieder ein Freihandelsvertrag mit Indien abgeschlossen. Das ist eigentlich unsere Haltung, also möglichst offene Märkte, möglichst Erleichterungen für Handel, möglichst Erleichterung auch für Austausch aller Art, aber jeder darf und soll seine Souveränität behalten. Ja. Also wir müssen nicht chinesische Untertanen werden, wenn wir mit China, wenn Schweizer Firma mit China Handel treiben. Freihandel, ein Netz von Freihandelsverträgen, das ist die Basis der international erfolgreichen Schweizer Wirtschaft. Also keine politische Unterjochung, wie das ja der Plan ist. Ihr Verein, wo Sie auch im Vorstand sind, Pro Schweiz, setzt sich auch für den Erhalt der Neutralität ein. Ja, also der hat diese Neutralitätsinitiative, die wird übrigens in den nächsten Tagen eingereicht. Also sie hat ihre 100.000 Unterschriften erreicht. Und wird, also wahrscheinlich so Anfang April, wird sie dann in Bern eingereicht. Und nachher muss dann in absehbarer Zeit das Volk darüber abstimmen. Wird es ein Referendum geben? Also eine Volksabstimmung? Nein, das ist eine Volksinitiative. Ja. Die ändert einen Verfassungsartikel. Mhm. Und das gibt eine obligatorische Abstimmung. Okay. Referendum, das gibt es gegen ein Gesetz, das das Parlament schon beschlossen hat, kann die Bevölkerung nachträglich sagen, wir wollen da auch noch darüber bestimmen. Aber die Initiative, die muss zwingend zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie nicht zurückgezogen wird vom Komitee. Ja. Aber das ist da nicht zu erwarten. Ja. In Österreich und Deutschland haben zwei starke Rechtsparteien, die Freiheitlichen und in Deutschland die AfD, einen sehr starken Zulauf. Wie man sieht, die Systemparteien verlieren an Macht, an Deutungshoheit, fürchten um ihre politische Vormachtstellung. Die Stimmung polarisiert sich. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Es besteht ein fundamentaler Unterschied, in dem in der Schweiz eben das System der direkten Demokratie herrscht. Also das Volk kann auch zu Sachfragen auf der Bundesebene, auf Kantonsebene, auf Gemeindeebene Stellung nehmen. Und das entschärft Polarisation natürlich schon
also einigermaßen. Wir haben sie schon auch, diese Polarisation. Also die Tatsache, dass die SVP jetzt 30 Jahre lang sagt, wir verteidigen nur die Schweiz, wie sie 1990 war, und alle anderen Parteien sagen, ja nein, man muss sich jetzt öffnen. Und es gibt schon eine gewisse Polarisierung, die natürlich auch von den Medien gewollt ist, oder? Die Medien leben von der Polarisierung. Das gibt ihnen Stoff für Knüller und so weiter. Aber es ist nicht zu vergleichen mit der Polarisierung, wie sie beispielsweise in Deutschland stattfindet. Muss ich Ihnen sagen, was wir also anfangs mit Verwunderung und aber zunehmend mit großer Sorge verfolgen. Nicht? Wenn Regierungen beginnen, Haltungen von Menschen zu beurteilen, dann wird es einfach gefährlich. Ja. Dann sind wir also sehr nahe beim Totalitarismus. Ja. Und das löst in einem Kleinstaat immer Sorge aus, wenn solche Strömungen die Weltpolitik mit beeinflussen. Ja. Aber so wie Sie das gesagt haben, bedeutet das, dass eine echte Demokratie, wo wirklich die Menschen im Land bis auf die kommunale Ebene mitbestimmen, diese Spannung herausnehmen oder eine Polarisierung eigentlich vermeiden, das weil ist hier so, ja alle involviert sind in Entscheidungen. Wobei man sagen muss, wir hatten jetzt die Probe aufs Exempel, nicht? In der Corona-Politik, da hat sich die Landesregierung Sonderrecht angemaßt. Hat ja das Parlament aus einer Session heraus nach Hause geschickt und gesagt, es ist jetzt besondere Lage, jetzt ist der Bundesrat mit Vollmachten ausgerüstet. Und jetzt im Nachhinein gesehen, das ist nicht gut herausgekommen. Das also, kann ich mir vorstellen. Es wäre zu hoffen, man lernt das auch in Bern in der Verwaltung, die es natürlich genossen hat, einmal ungehindert davon, den ewig reinredenden Bürgern handeln zu können. Aber sie ist jetzt im Energiebereich, versuchen sie es auch wieder, dass sie sagen, ja, wir können nicht auf jede einzelne Gemeinde Rücksicht nehmen, man muss jetzt da Windräder aufstellen und so weiter. Und die Gemeinden sagen, ihr wollt bei uns ein Windrad aufstellen, wollen wir auch etwas zu sagen haben. Das ist also dann ein derartiger Eingriff in unsere Gemeindehoheit und die Art und Weise, wie die Gemeinde lebt, wollen wir mitreden. Und da besteht jetzt natürlich schon wieder ein Gegensatz zwischen der Bundesverwaltung und den föderalen Einheiten. Das heißt also, es ist eigentlich ein Machtkampf mit der Bürokratie? Es ist ein gewisser Machtkampf im Gang zwischen der Bürokratie, die auch immer größer wird. Sie haben vorhin schon angesprochen, aufgrund der Annäherung an die EU gab es eine starke Masseneinwanderung aus nicht-europäischen Staaten in die Schweiz, die schon Probleme verursacht. Laut Statistik 22 hat fast ein Drittel aller Bewohner ihren Geburtsort im Ausland gehabt und über ein Viertel sind ausländische Staatsbürger. Glauben Sie, dass die Schweizer zur Minderheit im eigenen Land werden können? Ja, diese Gefahr droht natürlich schon, das ist schon klar. Aber das Wesentliche ist, dass diese Masseneinwanderung, wie sie jetzt in den letzten paar Jahren stattgefunden hat, vor allem sehr, sehr viele Leute in unser Land gebracht hat, die kaum integrationsfähig sind. Also wir hatten einst eine weltweit angesehene Volksschule. Also das Volksschulsystem der Schweiz fand eigentlich weltweit Bewunderung. Es kamen Kommissionen aus dem Ausland und studierten das und so weiter. Jetzt haben wir in Agglomerationen, Schulklassen, wo Unterricht praktisch zusammengebrochen ist. Ich meine, wenn Sie in einem Klassenzimmer 20 Schüler haben, 15 davon sind Ausländer, das ist noch nicht so schlimm. Aber wenn diese 15 Ausländer aus 12 verschiedenen Staaten mit 12 verschiedenen Sprachen kommen und eben mit zum großen Teil mit Sprachen, die in Europa nicht bekannt sind, dann ist Unterrichten einfach außerordentlich schwierig geworden. Dann werden so gewisse Aktivitäten entfaltet, aber solide Bildungsvermittlung leidet enorm unter diesem System. Und ich meine, die Schweiz, das ist ja so ein etwas Gängiges, das man immer gesagt hat, die Schweiz hat keine Rohstoffe. Haben wir tatsächlich nicht. Sie hat die Gehirne der jungen Leute. Wir haben die bestausgebildeten jungen Leute, die eben dann die Spitzenleistungen in der Wirtschaft erbringen, von denen die Schweiz tatsächlich lebt. Aber
mit dem heutigen, der Zerfall des Bildungswesens, entfernen wir uns von diesem Ideal natürlich immer weiter. Das kann man nicht anstehen lassen. Und da ist ebenfalls natürlich die SVP die einzige Partei, also die einzige, sagen wir mal, große Partei. Es gibt noch kleinere Gruppierungen, das sind wichtige Verbündete, aber auf Bundesebene ist sie die einzige Partei, die sagt, so geht's nicht weiter. Und wir haben Volksinitiativen gemacht. Ich meine, die Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung 2014 abgestimmt, angenommen worden von der Bevölkerung und von den Kantonen, die ist bis heute nicht umgesetzt worden vom Parlament. Das ist das Schlimme an dieser Erscheinung. Gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo Privatschulen gegründet werden, um den Bildungsstandard aufrechtzuerhalten? Das findet schon statt. Das findet natürlich schon statt und findet vielleicht in etwas erhöhtem Ausmaß statt. Aber ich meine, wir sind natürlich davon ausgegangen, die Volksschule, das ist die Schule, wo das Kind des Managers neben dem Kind des Arbeiters sitzt. Ich meine, das war auch eine hervorragende Integration von aller Jugend an. Das hat ja in einer derartigen Selbstverständlichkeit stattgefunden. Und wenn man jetzt sagt, ja, ihr müsst auf Privatschulen ausweichen, dann muss man sagen, ja, wer das entsprechende Geld hat, der kann das machen, der andere kann das nicht, muss man dann das subventionieren. Da ist man natürlich aufgrund der Volksschule, die wir haben, eigentlich dagegen. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dieses System, das sich in der Schweiz also wirklich bestens bewährt hat, das steht auf der Kippe. Und irgendwo dann auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz? Natürlich, die hängt damit zusammen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Schweiz ein Vorzeigeland in puncto direkter Demokratie ist. Es gab in den letzten Jahren Abstimmungen, wo das Bild der konservativen Schweizer ein bisschen löchriger wurde. So hat zum Beispiel eine Mehrheit der Schweizer für den angeblich notwendigen Klimaschutz gestimmt und auch für die sogenannte Ehe für alle. Glauben Sie, haben hier die Massenmedien einen Einfluss gehabt auf die Meinungsbildung, die wiederum vielleicht vom Ausland gesteuert wird? Also die versuchen schon immer Einfluss zu nehmen. Man muss einfach sehen, die direkte Demokratie, die schützt nicht vor Fehlentscheidungen. Ja. Aber, das ist das große Aber, die direkte Demokratie erlaubt auch, Fehlentscheidungen zu korrigieren. Also, was die Energiewende betrifft, ich meine, die wurde uns empfohlen von der zuständigen Energieministerin, die wir damals hatten, und sagten, ja, also es gibt da nur noch saubere Energie, kostet pro Haushalt ungefähr 40 Franken. Und man ihr zuurteilen, sie hat das selbst geglaubt. Sie hat uns also nicht bewusst gelogen. Aber das ist natürlich himmelweit von der Realität entfernt. Nur schon, was es bis jetzt gekostet hat, wo man ja jetzt erst am Anfang des Wandels ist, das sind ja, also wirklich jeder Haushalt wird massiv getroffen. Und jetzt ist eine Initiative, die dieser Tage eingereicht worden. Die will jetzt das wieder aufbrechen. Und die kommt jetzt dann zur Volksabstimmung, nicht? Also es ist in der direkten Demokratie möglich, dass, wenn sich in der Bevölkerung die Gewissheit verstärkt, da haben wir, glaube ich, etwas Falsches gemacht, dass man es korrigieren kann über die Bevölkerung. Ja, so soll es ja auch sein. Ja, ist es auch, und das ist meines Erachtens eine große Stärke der direkten Demokratie. Ja. Aber ich meine, auch die direkte Demokratie ist eine Ordnung, die von Menschen geschaffen worden ist. Die kann nicht perfekt funktionieren. Nein, aber man kann sie korrigieren. Also persönlich bin ich der Meinung, es ist unter den nicht perfekten Systemen das Perfekteste, nicht? Ja. Und das will die Schweiz natürlich auch nicht preisgeben. Und das steht aber auf dem Spiel, wenn wir denn diesen EU-Vertrag unterzeichnen. Und es heißt, also darf nur umgesetzt werden, was Brüssel gut heißt. Dann ist es natürlich vorbei mit der direkten Demokratie. Können wir als
Gegner dieses Vertrags sagen, das wird ein ganz wichtiges Argument sein im Abstimmungskampf, der dann in absehbarer Zeit kommen wird. Ja. Sie haben schon vorhin erwähnt, die Aushebelung der Demokratie in der Corona, ich sage es bewusst, Pandemie. Da wurde ja ganz gezielt in die Grundrechte der Menschen eingegriffen. Und die Balance zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten war völlig obsolet. Können die Herrschenden daraus was lernen oder lernen sie was daraus, dass man sowas sich in Zukunft gut überlegen müsste? Ja, sie müssen natürlich etwas daraus lernen. Und es laufen jetzt natürlich auch parlamentarische Untersuchungen. Nicht? Das Parlament hat natürlich auch nicht eine gute Falle gemacht, das muss man schon sagen. Ich muss jetzt also sagen, nicht, wir haben also nichts gegen diese Jungpolitiker im Parlament. Aber ein Parlamentarier, der aus der Schule und aus dem Studium dann vom Hörsaal direkt in den Ratssaal kommt, keine Ahnung hat, dass Geld, das vom Parlament ausgegeben wird, von irgendwem verdient werden muss. Dass also das Parlamentarier da sein nicht nur eine Geldverteilungsaktion ist, sondern auch, dass man die Interessen derer wahrnimmt, die das Geld verdienen müssen, das da ausgegeben wird. Das hat ein anderes Parlament geschaffen. Aber wissen Sie, wenn ich an die starken Persönlichkeiten denke, die wir so in den letzten 30, 40 Jahren im Parlament hatten, wenn denen der Bundesrat gesagt hätte, also das Parlament wird jetzt ausgeschaltet, die Frage ist zu wichtig, als dass man das Parlament noch darüber entscheiden würde, die hätten gesagt, müssen wir dann Psychiater vorbeischicken. Das war gar nicht vorstellbar. Ich meine, man hat doch schon früher schwere Krisen gehabt, auch in der Schweiz. Dann war das Parlament eben gefordert und hat seinen Teil beigetragen zur Lösung der Krise. Aber dass man es nach Hause schickt, das ist also für mich, muss ich sagen, der ich allerdings ja dann schon 10 Jahre draußen war, unverständlich, dass das Parlament einfach gegangen ist. Das ist ein Putsch eigentlich. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja, ein Demokratieputsch. Ja, also ich meine, wenn das jetzt gut aufgearbeitet wird und man Lehren daraus zieht, dann wäre das ja positiv, aber der Beweis muss noch erbracht werden. Ja. Kommen wir nochmal zurück zur EU, die ja heute als zentralistisch-globalistischer Moloch wahrgenommen wird, zumindest immer mehr von den betroffenen Bürgern, deren Freiheiten immer weniger werden und Vorschriften immer mehr. Wie könnte man denn eine EU in einem positiven Sinn entwickeln, wo es ein sinnvolles Zusammenspiel gibt zwischen den Nationalstaaten und einem geeinten europäischen Konstrukt? Also wir als Schweizer betrachten uns nicht als gefragt, der EU beibringen zu wollen, wie sie sein müsste. Also wir sagen, wie wir uns entscheiden der EU gegenüber und wir wünschen nicht, dass uns da irgendjemand reinredet, so wie wir anderen auch nicht reinreden. Wenn ich jetzt aber, ich meine, als Historiker die Entwicklung Europas betrachte, dann glaube ich, muss man sich immer darüber Rechenschaft ablegen, in Europa existieren verschiedene Kulturen nebeneinander. Ja. Und diese Kulturen müssen einander in Ruhe lassen. Also jeder darf nach seiner Fasson leben, aber er billigt dem anderen auch das Recht zu, nach seiner Fassung zu leben, die er sich auswählt. Und es soll keinen politischen Überbau geben, der den einen zwingt, so zu sein, wie der andere ist. Das ist meines Erachtens ein Rezept, das dafür sorgen kann, dass Europa seine ungeheuren Stärken, die es eben hat, ausspielen kann. Jede Kultur in ihrem Rahmen. Und das bedeutet natürlich, dass wir dieses Machtstreben der Politiker, ich meine, in der EU, die haben ja kein Volk, das sie kontrolliert. Nein. Das ist ein Apparat, ein Funktionärsapparat, wo intern ein gewaltiger Machtkampf stattfindet. Und dass der Europa schadet, das wage ich also zu behaupten, abzulesen an dieser Idee Einheitswährung. Man hat jetzt Europa eine
in jeder Beziehung marktuntaugliche Einheitswährung aufgezwungen und jetzt sieht man die Resultate. Der Süden ist maximal verschuldet. Der Norden muss alles bezahlen, ist auch überfordert. Ich meine, wenn ich sehe, Deutschland hat innerhalb der EU Guthaben für Vorleistungen, die sie gebracht haben, nicht da über den Devisenaustausch, damit die Südländer überhaupt einkaufen konnten, von 1.000 Milliarden. Ich meine, dass die Deutschen diese, das ist eine Billion, dass die niemand bezahlen kann, weiß jeder. Ja. Aber die Deutschen können sie auch nicht in ihre Bilanz schreiben, sonst müssten sie Pleite anmelden. Ja. Also wo kommt man hin mit einem solchen Konstrukt, das derartige Verzerrungen in sich hat, weil es einige Politiker sich in den Kopf gesetzt haben, wenn wir eine Einheitswährung haben, dann haben wir auch eine Einheitswirtschaft und haben ein Einheitsvolk und alles ist einheitlich. Also, sie sagen harmonisiert, wir sagen gleichgeschaltet. Das ist ein für Europa meines Erachtens untaugliches Rezept. Also wäre die EU ein Konzern, wäre schon längst bankrott. Ja, sicher, ja. Also ich meine, man muss sagen, eben, dass sie die Guthaben als solche ausweisen, obwohl sie wissen, dass sie sie nie bekommen. Mhm. Also wer das in der Wirtschaft macht, der landet hinter schwedischen Gardinen, nicht? Das, die Menschen spüren das ja, wenn nicht auch jeder das analysieren kann. Und das ist ja der Grund, warum die EU immer mehr in Frage gestellt wird. Ja, ich meine, das löst natürlich die Inflation aus. Und die ist jetzt, man hat sie jetzt wieder etwas dämpfen können, oder? Aber meine, die hat nun ein Ausmaß erreicht, dass natürlich das klar ist, dass die Betroffenen sich wehren. Also, ich meine, es war ja eindrücklich, da diese Bauerndemonstration, wenn ich Ihnen das als Anekdote noch mitgeben. Ja. Ich war einmal noch als Parlamentarier in Brüssel bei der Kommission, hatten wir eine Besprechung. Und unten in der Straße demonstrierten Bauern, also massivsten, Brüssel war blockiert, Feuer haben sie gemacht auf der Straße. War das jetzt erst? Nein, das war, glaube ich, 2009. Und dann, also wir hatten als Gesprächspartner Herrn Verheugen, den man ja in Deutschland gut kennt, nicht? Dann hat er offenbar festgestellt, dass ich mehr nach unten geschaut habe, als er hat so diese Formen wiederholt, die wir alle schon gut kannten, nicht? Und dann hat er mich gefragt, ob ich mich das mehr interessiere, da unten. Und ich war dann geistesgegenwärtig genug, dass ich ihm die Gegenfrage gestellt habe, ja, interessiert Sie das nicht? Das sind eher Ihre Wähler, nicht meine. Das müsste Sie doch interessieren. Dann hat er so abgehoben, ja, das kommt immer wieder vor, das müssen wir aber nicht zu ernst nehmen und so weiter. Ja. Ich meine, muss einfach sagen, wenn Politiker die Sorgen derer, die von ihnen abhängen, nicht mehr ernst nehmen, dann ist dann schon ein Alarmzeichen. Pure Verachtung, ja. Und das spüren die Bürger immer mehr, ja. Herr Dr. Schlüger, Sie feiern heuer Ihren 80. Geburtstag. Ja, noch dieses Jahr. Noch dieses Jahr, ja. Was wünschen Sie sich persönlich und politisch noch in Ihrem Leben? Also, ich hatte von Jugend an eine Leidenschaft für Politik. Ja. Und ich bin ein privilegierter Mensch. Das, was meine Leidenschaft war, konnte ich zu meinem Beruf machen als Verleger und dann auch die Jahre im Parlament und so weiter. Also, persönlich, was soll ich persönlich sagen? Vielleicht etwas. Wir haben 8 Enkelinnen, alles Mädchen. Ja. Die sind jetzt die ersten in der Berufswahl, alle anderen sind in der Schule. Aufgeweckte, aufgestellte, interessante, junge Menschen. Für die wünsche ich mir, dass sie ein gleichartig freiheitliches Leben vor sich haben, wie es ich genießen konnte. Ja. Das ist eigentlich ein persönlicher, gleichzeitig aber auch ein politischer Wunsch. Ja. Ich hoffe, dass es in Erfüllung geht. Danke vielmals, Herr Dr. Schlüe, für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.